Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir haben den letzten Donnerstag im Monat und es ist Hörgenusszeit. Ja, ihr kennt es schon, immer am letzten Donnerstag im Monat präsentieren ein paar andere BookTube-Kolleginnen und ich euch unseren Hörgenuss des Monats. Das kann ein Hörbuch sein, ein Hörspiel, ein Podcast. Es gab auch schon YouTube-Video-Kanal-Empfehlungen. Allerhand wunderbare Dinge. Die meisten Dinge sind Buchtipps, also Hörbücher, die man ja de facto eigentlich auch natürlich lesen könnte. Also selbst wenn ihr jetzt nicht so gerne Hörbuch hört, in der Regel, wenn es ein Buchtipp ist, könnt ihr ihn natürlich auch lesen. Ihr findet die ganze Playlist immer unten in der Infobox, auch die anderen Mädels verlinke ich euch natürlich und die Infos zu meinem heutigen Hörgenuss. Allerdings möchte ich vorher noch ein bisschen anteasern, dass wir Mädels vom Hörgenuss uns mal wieder ein gemeinsames Projekt ausgesucht haben und nein, wir lesen nicht wieder ein Buch, was dann eher zum Hörverdruss wird, sondern wir entdecken alle vier eine neue Autorin für uns. Und wir haben uns hier jeweils unterschiedliche Hörbücher herausgesucht und werden dann am letzten Donnerstag im Juni darüber berichten. Und es war tatsächlich überraschenderweise gar nicht so schwierig, jemanden als Neuentdeckung zu finden, den wir alle vier noch gar nicht kannten. Also tatsächlich, das wird spannend und seid da neugierig darauf und ich freue mich schon, das Hörbuch dann im Juni zu hören. Jetzt für den Mai habe ich euch einen Podcast-Tipp mitgebracht, bei dem ich anfangs dachte, ob das was für mich ist. Der mich aber die letzten Wochen wirklich mehr als gut unterhalten und begeistert hat. Es ist Cowlitz Hills. Ja, die Gebrüder Cowlitz, bekannt als Bill und Tom Cowlitz, waren einmal oder sind Sänger und Gitarrist bei Tokyo Hotel und hatten sehr früh sehr große Wahnsinnserfolge in Deutschland und der Welt. Dann war es ein bisschen still um die Band und auch um die zwei Brüder, so mehr oder weniger. Und dann tauchten die beiden irgendwie wieder auf und haben einen Podcast. Und ich war früher kein Tokyo Hotel Fan. Ich habe das so verfolgt. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Diese Band, die irgendwie so aus dem Nichts herausgekommen ist, die ja auch wirklich so den Zeitgeist eingefangen hat, gerade auch Bill, wie verwandlungsfähig der tatsächlich seitdem auch war und immer wieder neue Looks kreiert hat und gezeigt hat. Und da dachte ich, jetzt hörst du einfach mal rein, was dich da bei Cowlitz Hills so erwartet. Und ich bin überhaupt kein Promi-Kenner. Das interessiert mich gefühlt wirklich nur bei Brad Pitt und George Clooney. Vielleicht jetzt auch noch der Johnny Depp-Prozess, das ist nochmal was anderes. Aber sonst geht mir so Klatsch und Tratsch, das ist so Themen, die mich ja gar nicht interessieren. Vielleicht noch, wie ich ein bisschen jünger war, ein bisschen mehr. Heutzutage ist mir egal, wer da mit wem irgendwo hingeht und wer da sich irgendwie scheiden lässt und wer sich mit wem getroffen hat. Das ist mir total wurscht. Aber Cowlitz Hills hat es geschafft, dass ich jetzt auf dem neuesten Stand bin, was tagesaktuelle Themen zum Beispiel rund um Hollywood betrifft. Denn beide wohnen ja in Hollywood, in Los Angeles. Und wie man ja auch weiß, ist Tom Cowlitz ja auch mit Heidi Klum verheiratet und in diesem Bundle der Familie. Und es ist einfach wunderbar, wie diese beiden Brüder miteinander in den Dialog kommen, in den Austausch kommen, wie sich da Gedanken überstürzen. Und man manchmal wirklich das Gefühl hat, da hat der eine noch nicht mal den Gedanken zu Ende gedacht und ausgesprochen, dann steigt der andere schon ein und es ist faszinierend. Also ich finde das wirklich einen wahnsinnig tollen Podcast. Er kommt wöchentlich. Die beiden treffen sich auch wöchentlich in der Regel in ihrem eigenen Musikstudio. Manchmal ist auch der ein oder andere irgendwie unterwegs. Dann gibt es eine Zuschalte, aber man hat wöchentlich eine Folge und ich warte da sehnsüchtig drauf. Und gar nicht, weil das so mega spannende Klatsch- und Tratsch-Themen sind, sondern weil die beiden auch so aus ihrem Leben erzählen. Und man stellt sich das ja immer irgendwie so glamourös und wahnsinnig groß vor und spannend und packend und wenn die da Promis im Grunde treffen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir ja hier wirklich auch zwei Prominente haben, die eben mitten in diesem Geschehen sind, für die das alles gefühlt tatsächlich auch normal ist. Für Bill ein bisschen normaler als für Tom. Und man hat hier so ein bisschen den geerdeteren Tom, wie ich finde,
und den etwas durchaus positiv überdrehten Bill. Und das macht so viel Spaß in Kombination. Es wird immer irgendwie ein Cocktail gedrungen, bevor es losgeht. Es wird über durchzechte Nächte gesprochen, über das Familienleben, über verschiedenste Dinge, wenn Partys sind und so weiter. Wer wem wo irgendwie getroffen hat, auf Konzerten war, auf Festivals war und so weiter. Es ist alles rund um ihr Leben, rund um Hollywood. Natürlich auch das Musikgeschäft. Es wird auch viel von früher erzählt, wie das früher lief, wie es dazu kam, dass sie ausgewandert sind und so weiter. Auch wie sie jetzt noch so zu Deutschland stehen, wo ja auch noch ihre Mama und ihre Familie eben lebt. Und das ist einfach unterhaltsam. Nicht spannend, das fände ich irgendwie so persönlich das falsche Wort, weil ich die Leben anderer Menschen in der Regel nicht so spannend finde. Aber ich finde es tatsächlich einfach unterhaltsam. Ich mag dieses Zusammenspiel dieser beiden, wie die sich auch Worte in den Mund legen und es passt und aus der Vergangenheit was zu erfahren, wie die Musikwelt ja irgendwie vor 20 Jahren auch, sind das 20 Jahre? Nein, nicht ganz, vielleicht 15 Jahre, irgendwie getickt hat, wie unterschiedlich das noch war, dass man vor dem Fernsehen saß, auf Viva Musicclips angeguckt hat, wie wir da noch verschiedenste Preisverleihungen in der Musikszene hatten, was es ja gefühlt heute alles gar nicht mehr gibt. Wann habt ihr zuletzt einen Musikclip irgendwo im Fernsehen gesehen? Also es ist tatsächlich schon ein Weilchen her, geschweige denn, dass ich den Fernseher anhatte, auch wenn er da so präsent steht. Aber es macht Spaß. Ich finde die beiden super sympathisch. Ich mag wirklich auch so die überdrehte Art von Bill. Ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen befürchtet, dass mir das zu viel wird. Aber ich kann so über den Schmunzeln, so mit ihm mich mitfreuen, mich so über seine Begeisterung zum Leben. Das ist wirklich was, wo in mir so ein Schmunzler dann rauskommt, wenn ich ihm lausche. Und auch Tom, der wirklich so eher der Musikmacher ist, der im Hintergrund, der halt jetzt irgendwie eine bekannte Frau auch geheiratet hat, der das aber so für selbstverständlich nimmt. Und ich mag das unglaublich gerne. Ich dachte ja wirklich, wir haben hier so ein Promi-Paar, das so total überdreht ist und sie selbst sind die wichtigsten auf diesem Planeten. Und das sind die beiden überhaupt nicht. Und es macht echt großen Freude, ihnen wöchentlich zuzuhören. Und ich habe da schon so viel mitgekriegt, habe dadurch natürlich auch Klatsch und Tratsch mitbekommen, was ich großartig fand und habe da wirklich meine Freude dran. Also hört da gerne mal rein. Ich selbst höre ihn auf Spotify. Ich vermute aber mal, dass er auch auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen zu finden sein wird. Und ich habe große Freude, ich habe großen Spaß. Ich habe die Momente, wenn ich ihn lausche, sehr, sehr genossen und ja, freue mich da wirklich jede Woche auf eine neue Folge und habe da überraschenderweise, und das kann ich wirklich nur so sagen, ich hatte nicht gedacht, dass mich das so begeistert und mich so unterhält. ja, ich hatte hier wirklich Spaß und ich habe hier Freude und ich freue mich auf jede neue Woche und bin mega gespannt, was da noch so ein bisschen kommt, auch musiktechnisch, konzerttechnisch. Vielleicht gucke ich mir Tokyo Hotel doch noch eines Tages live sozusagen und in Farbe an, was ich ja vielleicht vor 15 Jahren irgendwie mich noch verweigert hätte und gedacht hat, oh, diese Kreischkinder. Jetzt sind diese Kreischkinder ja gefühlt wie man selbst eben auch einfach schon ein bisschen älter und größer. Und ja, ihr könnt mir natürlich gerne mal erzählen, ob ihr Tokyo Hotel Fan wart oder seid oder jetzt sie vielleicht auch erst neu für euch entdeckt habt, so ein bisschen im gediegeneren Alter der beiden Jungs. Die müssten jetzt auch schon ein bisschen was über 30 sein, 33, 34, irgendwie so. Also ich, ja, fast mein Alter. Nicht ganz, aber ja, kommt in etwa hin. Ich glaube, so 5, 6 Jahre trennen uns. Also das ist ja faszinierend, wenn man wirklich diese Jungs noch so vor Augen hat. Ja, das ist mein Hörgenuss des Monats. Ich bin mega gespannt, was die anderen Mädels gefunden haben und uns diesen Monat vorstellen. Ich bin sehr neugierig, was vielleicht euer Podcast-Tipp oder Hörgenuss, wenn es ein Hörbuch ist, diesen Monat war. Lasst uns gerne in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Ihr findet die Playlist und die Mädels unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich hoffe, mein Hörgenuss hat euch gefallen. Seid gespannt, welche Autorin wir im Juni entdecken werden. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.